Ja, Leute, Spiegeleier. Spiegeleier sind für den einen eine einfache Sache, dem anderen sind sie schon wieder zu kompliziert zu machen. Es gibt da Leute, die sagen, ach, das Eiweiß ist mir noch zu klipprig. Dem anderen so, das Eigelb ist mir schon zu fest. Und damit das nicht passiert, habe ich einen tollen Trick auf Lager. Und ihr werdet überrascht sein. Und ich zeige euch mal, wie ich das mache. Das perfekte Spiegelei. Ei aufschlagen. Na, etwas vorsichtiger wäre vielleicht besser. Das war ein bisschen heftig. Und so gucken, dass so viel wie möglich von dem Eiweiß hier wegkommt. So, ich würde sagen, das wäre gut getrennt und hier wieder das Eigelb rein. So schaut es dann aus. Und jetzt geht's an den Herd. So, wir tun in die etwas schon warme Pfanne etwas Olivenöl rein. Wir lassen das ein bisschen warm werden. Das sollte nicht zu heiß sein, weil das Ei sollte unten nicht braun werden und es sollten auch keine Blasen entstehen. Es geht bis 9 der Herd und ich stelle das mal auf 3. Gut. So, jetzt kommt das Eiweiß in die Pfanne. Kleiner stellen. Jetzt warten wir, bis das Eiweiß vollständig gar ist. Und da ist es dann natürlich nicht mehr durchsichtig. Und so lange warten wir jetzt. So, und jetzt setzen wir das Eigelb vorsichtig auf das schon etwas fertige Ei. Wunderbar. So, jetzt würze ich das mal mit Salz. Und wie ihr wisst, auf das Eigelb sollte kein Salz von Hand ein bisschen draufstreuen, wenn ihr drauf haben wollt. Und etwas Pfeffer. Ganz dezent natürlich. Gut. So schaut das Spiegelei aus hinterher. Man sieht überhaupt nicht mehr, dass es getrennt worden ist vorher. Ihr habt vielleicht die Idee verstanden, die dahinter steckt. Und wenn ihr Gefallen dran gefunden habt, probiert es einfach mal aus.